Raus aus dem Film, Teil 34. André, wir steuerten augenscheinlich auf den Höhepunkt dieser Almsaison zu. Kleinere und größere Unfälle, Erschöpfungen, Dinge, die noch einmal gut ausgegangen waren, sich stabilisierende neue Beziehungen, Schnee, der sich in Wasser auflöste, ein wärmer werdender Frühling, der sich jeden Tag mehr und mehr ankündigte. Vor allem bemerkte ich aber für mich, dass ich immer öfter an die Sommerzeit und damit an eine neue Gruppe hier oben dachte. Ich würde bald 8 Wochen frei haben, dann käme die Sommergruppe. Aber ich spürte auch, dass demnächst noch einmal etwas Besonderes geschehen würde. Eine Art Höhepunkt, mit dem niemand gerechnet hatte. Es kam der Nachmittag und der Abend des Bergfilmfestivals. Bemerkenswerte kürzere und längere Filme, nur dokumentarisch, nur fiktional und Mischungen aus beidem. Stolz präsentierten sie ihre Drehs, zeigten sie sich, so wie sich die Menschen heutzutage gerne zeigen. Ihre doppelten Identitäten, wirklich und die virtuellen Abbilder ihrer Wirklichkeiten. Die Möglichkeiten der Möglichkeiten. Das Leben durchdrang sich in den Spiegeln seiner Leben. Kaleidoskopartig. Realität und Virtualität verschmolzen zu neuen Identitäten. Die Kamera saugte dein Leben zu einem zweiten, dritten, mehrfachen Leben. Ich dachte an die innovativen Holländer, die Wege einer neuen Trauerbewältigung zu gehen versuchten. Sie schnitten alle verfügbaren Bilder und Handyfilme eines Verstorbenen zu berührenden Retrospektiven für die Hinterbliebenen. Ihre Erinnerungen wurden polymedial. Sowas wie polykognitiv gäbe es diesen Ausdruck. Würden Sie dadurch zu mehr Bewusstsein finden? Als ich wieder im Almhof ankam, war von meinem Pantoufle nur noch ein klebriger Rest um meine nackten Fußknöchel. Meine Füße hatten eine indische Farbe. Clara war nicht aufzufinden. Der Alltag hatte alle im Haus und in die Landschaft verstreut. Ich freute mich über das neue Frühlingsgefühl in mir. Mein Zimmer schaute mich wie einen Fremden an und ich suchte Clara überall, ohne es mir selber eingestehen zu wollen. Als ich sie nicht fand, kehrte das Gefühl von vor meinem Pantoufleritt zurück. Allein und untröstlich, nicht Fisch, nicht Fleisch, in einer Zwischenwelt mit etwas Sehnsucht danach, das Ganze hier noch vor seinem offiziellen Ende abzubrechen und wieder nach Hamburg zurückzukehren. Knarrende Dielen begleiteten meinen Weg. Ein Geruch hier, ein Gefühl dort, Menschen, die mich nicht wirklich interessierten. Abstand. Noch mehr Abstand. Ich sah den Dreck, den bisher niemand in den Winkeln des Anwesens entdeckt hatte. Ich hasste die Ski, die sich in düsteren Ecken frech aufdrängten. Wer hat nur diese Bretter erfunden, um darauf rumzurutschen? Gleichzeitig wuchs das Gefühl zu Clara in mir an. Was wäre, wenn sie sich endgültig zurückgezogen hätte, um nun wirklich alleine irgendwo in einer Nische zugrunde zu gehen, wie eine Katze, die verschwindet, um in Ruhe sterben zu können? Charles erholte sich. Und ich bildete mir ein, das würde vor allem Dingen daran liegen, dass ich ihm die ganze Zeit die Hand gehalten hatte. Ewald hatte uns allein im Zimmer gelassen. Charles musste 3-4 Stunden lang geschlafen haben, als er plötzlich seine Augen öffnete und mich anschaute. Seine Augen hatten einen Schimmer, eine Klarheit, wie ich sie noch nie bei ihm gesehen hatte. Tief erholt, befreit. Das schiere Leben durchfloss ihn. Kennen Sie solche Augenausdrücke, ich meine solche Augenblicke, die Ihnen bei anderen Menschen auffallen? Ich erinnerte mich plötzlich an einen Augenausdruck meines Vaters, der mir an einem sommerlichen Spätnachmittag,
offensichtlich in der Intention, mich eindringlich von etwas überzeugen zu wollen. Von was weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es ging um meine Zukunft, in meinem Zimmer gegenüberstand. Dieses süße, tiefe Blau seiner Augen, ihre Transparenz, dieser Fluss von unmittelbarem Gefühl. In diesem Augenblick verstand ich meinen Vater vollkommen. Es hätte keine Überzeugung oder Forderung von seiner Seite zu irgendetwas gebraucht. Liebe als einzig gültige Wahrheit und Überzeugung, Verbundenheit. Die liebenden Augen meines Vaters. Charles sagte nichts. Er schaute nur und ich versuchte, seinem Blick in meinem Blick gerecht zu werden. Eine wunderbare Stille in dieser Augenverbundenheit. Wir hätten nie mehr miteinander sprechen müssen. Ich wurde müde und legte mich neben Charles, wo wir zusammen einschliefen. Ich träumte. Charles und ich flogen über den Almhof in einem warmen Aufwind, der uns wie von selbst trug. Wir mussten nur unsere Arme ausbreiten, anwinkeln und etwas drehen, um sicher und sanft steuern zu können. Selbst Fingerbewegungen genügten, um alle erdenklichen Aufs und Abs zu ermöglichen. Ich sah Charles' Augen, die nach unten schauten und denen kein Detail entging und die sich trotzdem nicht in Einzelheiten verfingen. Seine Augen waren so scharf wie die eines Raubvogels, mit allem verbunden. Dann sah ich alle aus der Gruppe und jeder einzelne von uns sah den anderen an, näher, weiter, dichter. Die Augen wussten und sagten alles und sie gingen ein und aus, sie sahen alle Flüsse des Lebens, sie brauchten keine Sprache mehr, es gab keine Stimmen, keine Worte, die falsch zusammenfügten. Wir liebten uns mit den Augen, egal ob traurig, lächelnd, begehrend. Sprache würde nie mehr nötig sein. Eine fließende Welt, ohne die Spitzen und missverständlichen Stolpersteine der Worte. Als ich aus dem Traum aufwachte, war Charles neben mir verschwunden. Ich schnellte aus meinem Bett in die Höhe. Wo war er? Er war doch krank, vor ein paar Stunden jämmerlich zusammengebrochen. Schon wieder unterwegs? Oder hatten sie ihn jetzt ins Krankenhaus abgeholt? Ich raste aus dem Zimmer in den käsemiefigen, dunklen Gang. Die lauernden Gestalten von vorhin waren zum Glück nicht mehr da. Wo war er nur? Gewohnheitsmäßig ging ich zur Speisekammer und in Richtung Küche und nicht etwa in sein Zimmer, was natürlich logischer gewesen wäre. Schließlich hatten wir uns ja in diesen Essgefilden kennen und lieben gelernt. Die Küche war leer, nur der Geruch der vielmals gekochten, gedünsteten, gebratenen und zerschnittenen Speisen waberte als permanenter olfaktorischer Eindruck um das Chromambiente. In die Speisekammer wagte ich mich überhaupt nicht mehr. Wie kleinmädchenhaft naiv allein dieser Gedanke war, dass er dort sein könnte. Auf dem Fliesenboden sah ich aber einen wohl übersehenden Streifen der Allround-Paste. Ich ging näher hin und zog flüchtig mit meinem Zeigefinger darüber, roch daran und wusch mir danach die Finger im Waschbecken ab.